Okay, Dänemark ist bald raus. Ah, das ist noch bei 17. Wenn das gegen 0 geht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie Frieden schließen. Einmal Linz, bitte. Okay, und zum Auffüllen fehlen im Moment 14.900 Mann. Das heißt, wir haben 13.000 effektive Reserve. Schaffen die das bis dahin? Ja, wahrscheinlich nicht. Werden mal wieder geschlagen. Okay, wir haben schon eine komplette Artillerie in der vordersten Front. Das heißt, wir ziehen uns ganz schnell zurück. Sonst hätten wir die in der nächsten Kampfrunde noch richtig verloren. Also es hätte sicherlich nochmal 1.000-2.000 Mann an dem einen Tag gekostet. Ich habe Frankreich eigentlich den Auftrag gegeben, hier Linz zu erobern. Vielleicht gehen sie jetzt mal dahin. Okay, jetzt ist unsere Manpower effektiv wahrscheinlich null. Military Tech, sollen wir das machen? Was bringt uns das? Mehr Taktik? Oh ja. Oh ja, das machen wir auf jeden Fall. Auch wenn es jetzt 5% oder 10% zu viel gekostet hat eigentlich, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war jetzt das letzte Mal wahrscheinlich, dass wir Shift Consolidate gedrückt haben. Demnächst werden wir die Truppen einfach nur noch so konsolidieren. Denn die Manpower geht jetzt hin zur Neige. Jetzt mal gucken, wie viele Einheiten fehlen. Ja, 11.000 von 17.000, das heißt, das wird es bald gewesen sein. Aber ich nehme auch an, dass die gegnerischen, wir sind jetzt pari, was die Truppenstärke angeht. Die Gegner werden bald auch keinerlei Manpower mehr haben. Also Böhmen haben wir gesehen. Können ja mal von unten gucken. Bayern interessiert uns nicht. Dänemark, ach ne, das ist jetzt zu. Die gucken nur bei den wichtigen. Frankreich 75.000, keine Manpower. Russland 67.000, keine Manpower. Mailand 53.000, keine Manpower. Und 40.000 Mercenaries. Böhmen, keine Manpower. 16.000 Mercenaries. Also die großen, Frankreich, Russland, Böhmen, Mailand, keine Manpower, aber immerhin noch eine nennenswerte Armee. Wir haben noch 15.000 Manpower und noch eine relativ große Armee auch. Österreich hat noch 20.000 Mann, keine Manpower und 24.000 Mercenaries. Also ihr seht, es ist keine Manpower mehr vorhanden. Alle Söhne der Länder sind schon gestorben. Und wenn die hier so unbedarft mit 70.000 Mann durch die Lande ziehen. Oh, ah, da sollte man teilnehmen. Schnell nach Salzburg, Augsburg. Wir haben hier noch zwei Zehner-Stacks und hier noch so unser Nachschub-Stack. Wann kommt ihr denn da an? Am 31. 1, 2, 3. Ah, du hast was falsch, am 4. April. Aber es dürfte auch reichen. Sieht gut aus. Puh, die alles entscheidende Schlacht. Wisst ihr was? Da reichen die Truppen, die da drin sind. Mit denen hier zumindest und mit den Mailändern, die noch kommen. Das heißt, wir können
die Provinzen belagern, auf die wir Anspruch haben. Na endlich. Wow, okay. Ähnlich hohe Verluste auf beiden Seiten, und zwar 32.000 Mann. Ja, cool. Verschafft uns aber immerhin ein bisschen Zeit, hier einige Sachen zu belagern. Allerdings müssen wir jetzt hier nicht mit wie viele Millionen Mann drinstehen, unbedingt. Leute, geht da mal weg. Oder ich gehe da weg. Wir gehen weg. Yay, wir haben die Provinz, auf die wir Anspruch haben. Jetzt müsste nur noch das Commonwealth kurzfristig doch noch zusagen. Machen sie aber nicht. Ah, da ist wieder die gleiche Geschichte. Der Krieg hat vor mehr als 30 Tagen angefangen. Dann gibt das nichts. Hat Mailand auch noch irgendwo Ansprüche auf Österreich-Provinzen? Oh, hier unten. Können wir uns euch leider nicht geben. Aber wir können euch Sundgau geben. Vielleicht machen wir das sogar. Wird wahrscheinlich aber nicht notwendig sein, denn wir nehmen Österreich ja auch so schon Sachen ab. Nice. Langfristige Einnahmen sind immer besser. Zumindest denke ich das. Ja, schön, dass ihr da seid. Tschüss. Okay, Dänemark ist raus. Was zu erwarten war. Das, und das, was da gerade aufgepoppt ist, kümmern wir uns gleich mal. Dänemark hat aber nichts verloren aktuell, gegen Russland oder so. Und die Türken haben, den Mamelucken den Krieg erklärt. So ohne Hauptstadt, ne? Da müssen wir irgendwie woanders gucken, dass man sein Ego aufpoliert. Haha. Schnell, schnell. Reicht nicht. Ach, kann man auch konsolidieren. Eh keine Manpower mehr dafür. Wollen wir da wirklich reinrennen? 5-5er? Na klar. Keine Frage. Pisst euch aus meinem schönen neuen Land, österreichischen Landschaften. So, wird an der Zeit auch mal langsam rauszufinden, wer denn überhaupt noch Lust hat, in dem Krieg zu bleiben. Russland hat noch Lust auf Krieg. Böhmen hat noch total viel Lust auf Krieg. Dann haben wir denn noch England, hat mit Sicherheit auch noch Lust auf Krieg. Die haben ja auch nichts gemacht. Magdeburg. Will auch noch drin bleiben. Nassau. Ihr seid auch noch nicht zu überzeugen. Ja, das war's ja auch schon fast. Würzburg gibt's noch. Nee. Okay. Russland war aber knapp. Also Russland war nicht mehr viel mit hoher Kriegsbegeisterung. Wir müssen gleich wieder auf Frankreich achten. 13, bei 13 stehen die nur noch. Wenn die hier auch gegen 0 gehen, wird es eng. Dann werden sie wahrscheinlich auch sich wieder verabschieden aus dem Krieg. Und dann könnte sich das Ganze noch viel unnötig länger in die Länge ziehen. Länger in die Länge ziehen. Genau. Hey, Russland, wie viel waren das? Minus 5 Gründe. Cool. Ahem.
Hey, Genua hat eine Provinz verloren. Naja, egal. Wir stehen bei 7800 Manpower. Die werden auch ungefähr auf dem Niveau bleiben. Gesetzt im Fall, wir verlieren keine fette Schlacht mehr, so wie die hier. Ihr könnt doch kommen, ne? Ihr Franzosen. Helft den Ungarn. Helft ihnen. 4 Tage noch. Jo. Danke. Sehr schön. Österreich möchte uns Provinzen geben, wahrscheinlich. Soweit sind wir noch nicht, Österreich. Linz. Nein. Das reicht nicht. Schlag die Russen. Los geht's. Die Schlacht wird in, weiß ich nicht, stattfinden. Straubing. In Straubing. Vielleicht. Oder wieder in Linz. Na, diesmal schlagen wir uns aber. Warum lauft ihr denn immer weg? Oder kommen wir vielleicht doch noch an? 5 Tage? Ja. Nice. Wieder so eine schöne große Schlacht, in der der Gegner alle seine Truppen verliert. Oder einen ziemlich großen Teil. Können wir gleich mal auf den Bericht gucken. Es tickt ja hier so runter. Nice. Die Russen haben verloren. 14.000 Kanonen. Also 15.000 Kanonen. Insgesamt 30.000. Ach Quatsch, das sind nicht die Verluste. Das ist das, was übrig geblieben ist. Verdammt. 20.000 Verluste bei den Russen und 12.000 bei uns. Okay, Augsburg ist auch unser. Vielleicht ist Russland jetzt willig. Nein, minus 2. Okay. Nein. Was wir wollen, ist das. 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 Kann noch was dauern. Kann allerdings nicht mehr so lange dauern, denn wir müssen ja Frankreich beachten. 12. 12 ist noch okay. Wir haben inzwischen auch wieder ein paar Rebellen wegen unserer War Exhaustion. Exhaustion. Böhmen haben wir bisher komplett in Ruhe gelassen. Warum? Man weiß es nicht. Na, 3. August. Dürfte gerade so reichen, wenn wir Glück haben. Yeah. Böhmen verliert seine nächste Schlacht. Sehr gut. Entschuldigung, bitte. Okay, die können wir jetzt eigentlich auch alle zusammenführen. Das sind, was haben wir da jetzt an Regimentern stehen? 20, 5, 14. Ah, völlig okay. Ist cool. Die Hälfte schicken wir dahin, die andere Hälfte kann ja mal hier bei Böhmen reinlaufen. Und die Hauptstadt erobern. Na, warum nicht? Will Russland jetzt raus? Russland will White Peace. Cool.
England? Nein, England will noch nicht. Den haben wir noch drin. Nur so Kleinkram. Und Böhmen halt. Böhmen will aber auch noch nicht. Österreich, was, nee, immer noch nicht. Na gut. Nochmal kurz einen Blick auf die französische Kriegsbegeisterung werfen. Was war das für eine Nachricht? Oh, ein Krieg. Eine Schlacht. Die französische Kriegsbegeisterung ist noch immer bei 12. Sehr schön. Würzburg scheint belagert zu sein. Wo ist Würzburg? Würzburg? Hier. White Peace? Okay. Nassau fragt jetzt sicherlich das gleiche, genau. Weil wir hier auch nämlich eine negative Kriegsbegeisterung haben. Okay. Ja, wir haben inzwischen mehr Truppen, dadurch, dass Russland raus ist. Die halten sich aber noch stark hier, die Österreicher, zusammen mit den böhmischen Verbündeten. Ah, jetzt können wir nochmal gucken. Es wird immer knapper. Geht mit eurem verdammten Angebot weg. Das keins ist. Es ist vergiftet. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drum kümmern. Das machen die Mailänder. Wenn wir Glück haben. Haben wir aber nicht. Doch, die Genuesen kommen. Okay. Hätte auch so gereicht. Knapp. Crazy, wie viel Schiffe die Franzosen haben. Wahnsinn. Selten gesehen. So viele Schiffe. Die haben eigentlich überhaupt gar keine Küstenprovinzen, außer die, die sie am Anfang haben. Und sie haben hier 19 schwere Schiffe, 34 Handelsschiffe, 22 Transporter. Krass. Halten damit offenbar die englische Marine in Schach. Gut für uns. Frankreichs Kriegsbegeisterung. Ah, ist wieder bei 13. Weil unser Warscore steigt. Sehr gut. Deppen würden alle Böhmen wählen. Man glaubt's ja nicht. Okay, unser Enthusiasmus ist auch gleich bei 0 oder schon unter 0. Türken erobern hier das Mamelukenreich quasi schon vollständig. Aber waren die nicht mit Jemen verbündet, die Mamelucken? Ja, irgendwann mal vor 100 Jahren wahrscheinlich. Immer so Interesse halber, gegen wen führen die Krieg? Nur gegen die Mamluken? Ach ne, gegen... Ayuran. Wow. Wow, krass, okay. Die sehen ziemlich groß aus. Das, was man auch mal, wenn man Äthiopien spielt, gerne hätte. Krass. Also hier geht so ein bisschen Wasteland noch rum. Also hier so... Aber es sieht ziemlich groß aus, was Ayuran da auf die Beine gestellt hat. Nevermind, wir gucken weiterhin, nimmt Österreich genau jetzt diesen Frieden an. Und zwar einmal War Reparations, dann die beiden Provinzen Linz und Lienz und 664 Dukaten. Mailand ist zufrieden, Frankreich nicht unzufrieden. Alles klar.
Schick. Okay, wir haben wieder Österreich zwei Provinzen abgenommen. Nachdem das im letzten Krieg leider nicht funktioniert hat, hat es diesmal funktioniert. Diesmal haben wir eigentlich auch nur zwei Dinge anders gehabt. Und zwar war Genua und Dänemark noch von unserer Seite. Gegen Russland sozusagen. Es hat zwar nicht viel gebracht, aber es hat so ein bisschen was gebracht. Die Dänemark konnte ein paar russische Truppen absorbieren. Genua konnte ein paar russische Truppen absorbieren. Mailand war noch auf unserer Seite, nicht zu vergessen. Spanien und das Commonwealth haben sich rausgehalten. Frankreich, Mailand, Russland, Genua, ja. Schick, schick. Und jetzt stirbt unser König genau zur richtigen Zeit. Und wir haben einen soliden, das erste Mal seit langer Zeit, einen soliden König mit 2-4-4. Völlig okay. Und unser Nachfolger ist auch sehr solide, 4-5-1. Ist genau das gleiche eigentlich. Sehr cool. Endlich mal halbwegs gute Könige, die aber auch schon 50 und 37 sind. Erstmal ein paar Staatsebenen abschließen, genau. Die mit Frankreich besteht noch, die mit Dänemark besteht noch, mit Spanien besteht noch. Mailand, Genua, Commonwealth. Ja, wir haben einen Verbündeten zu viel, sie haben sechs Verbündete. Also eigentlich im Grunde quasi alles außerhalb des Heiligen Römischen Reiches, was irgendwie halbwegs stark ist. Alles, was angrenzt. Das ist unsere Verbündetenkarte. Und zum Vergleich die Karte des Heiligen Römischen Reiches. Fällt schon auf. Obwohl Österreich nicht Kaiser ist, aber Böhmen verteidigt leider die blöden Österreicher immer. Okay, der Krieg ist vorbei, das heißt, wir können die Forts alle wieder in den Ruhestand schicken. Wir können die Army Maintenance wieder runterdrücken, obwohl es jetzt nicht allzu teuer ist. Gucken wir mal War Reparations jetzt. Ah ja, 555 war gerade noch der Friedensvertrag. Okay, nee, wir können in Görz endlich wieder einen Missionar hinschicken. Und entweder Missionary Strength und Yearly Papal Influence oder Prestige. Wir gehen mal mit dem Prestige, denn das hier ist nicht tolerabel. Wir brauchen definitiv mehr Prestige. Sonst sackt die Legitimität ab. Wenn man jetzt bei minus 50 oder so steht. Okay, cool. Österreich hat schon wieder zwei Provinzen verloren. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch drei für unser Achievement. Salzburg, Tirol und Südtirol. Böhm hat gerade uns aufgefordert, unrechtmäßiges Territorium im Heiligen Römischen Reich zurückzugeben. Was wir werden natürlich nicht machen. Es könnte sein, dass wir hier gleich österreichische Revolutionäre haben. Aber auch nur aufgrund der Tatsache, dass wir da jetzt gerade ein Missionar dran stehen haben. Die Türken haben immer noch nicht es geschafft unten. Jetzt interessiert mich aber wirklich mal Ajuran. Wo die echt groß aussehen. Können wir hier mal. Ah, wir können mal nach Namen sortieren. Ajuran, okay, jetzt haben die auch nur noch 12.000 Mann. Und die Türken, ach nein, vergiss es, volle Armee. 85.000. Plus 30.000 Manpower. Mehr als ausreichend.
Sorry, ich musste gerade wieder mal bei Twitch was gucken. Jetzt bin ich wieder da. Immer noch eine 17,2%ige Chance. Die nächsten Investitionen kosten direkt 30. Ich glaube, das ist ein Bereich, der sich nicht mehr lohnt, zu investieren. Wir brauchen immer mehr Truppen. Also bauen wir jetzt Militärgebäude. So ein paar, um die Manpower noch weiter zu erhöhen. Mit einer Manpower von 80.000 kann man nicht unbedingt eine Armee von 80.000 unterhalten in dem Krieg. Wir hatten jetzt auch nicht 80.000, aber das ist nur mal so als Ansage. Das lohnt sich nicht. Damit hält man die nicht am Leben. Da braucht die Armee nur einmal, quasi einmal vollständig aufgerieben werden, ne? Ist ja ganz einfach zu rechnen. Und schon ist die Manpower wieder bei Null. Und man muss Söldner anheuern. Was natürlich nicht kein großes Problem ist. Man kann immer Söldner anheuern. Easy. Nur nicht langfristig. Das ist viel zu teuer. Man ruiniert seine Wirtschaft. Und dann lieber nach so einem Krieg nicht die Kredite zurückzahlen, wenn es geht, sondern eben Militärgebäude bauen. Das hat dann ungefähr den gleichen Effekt. Nur dass man das ist quasi eine langfristige Investition. 5 Prestige und Moldawien mag uns sehr. Hervorragend. Vor allen Dingen das Prestige. Okay, wir könnten es wagen, einen Zweier einzustellen. Ja, können wir machen. Mal eine Zeit lang. Okay, Venedig. Können wir haben. Schön wäre es ja irgendwie, wenn die Türken, die inzwischen übrigens verwestlicht sind, da. Und auch schon fast wieder aufgeschlossen haben. Schön wäre es, wenn sie Revolutionen oder so hier in Griechenland hätten. Wir haben jetzt hier einfach mal das Development auf 20 gebastelt, damit wir gleich hier noch ein Gebäude bauen können. Man könnte das natürlich sehr viel intensiver spielen alles. Also zum Beispiel jetzt dann eben darauf warten, weil das halt eine relativ steuerstarke Provinz ist und weniger eine produktionsstarke Provinz. Da jetzt gleich ein Steuergebäude zu bauen, anstatt ein Produktionsgebäude zu bauen. Wenn man möchte, kann man das Excel-Spiel wirklich ausweiten bis in die tiefsten Abgründe. Gibt da im amerikanischen Raum so ein paar Streamer, die, ich weiß nicht, ob euch Roomba was sagt. Für den ist Europa Universal, das ist wirklich ein Excel-Spiel. Ich verstehe das, man kann das so machen. Nur ist es nicht meine Art, das Spiel zu spielen. Das ist eher so ein bisschen Bauchgefühl. Natürlich muss man schon wissen, was man macht, aber man sollte ein paar Zahlen kennen, das ist klar. Aber nicht bis auf die zweite Nachkommastelle unbedingt. Ist nicht meine Art, das Spiel zu spielen. Aber ich kann Leute verstehen, die das machen. Das Spiel eignet sich sehr gut für sowas. Ja, Böhmen ist Kaiser. Komisch. Weil Böhmen das Reich offenbar so gut schützen kann.